Lass mal bitte. Okay, ich nehme jetzt gleich auf, ne? Okay, 3, 2, 1. Moin meine Minecraft-Gamer und willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute mal ein anderes Spiel und zwar Unturned zusammen mit Radiomacher. Und du erklärst uns am besten einfach gleich mal, worum es hier geht und wie das Ganze funktioniert. Also Unturned ist einfach nur ein Zombie-Survival-Spiel. Man muss halt Sachen finden, Waffen finden, halt das Gängige machen, wenn man dann fortgeschrittener ist, eine Base aufbauen, und zum Looten sind halt hier die ganzen Orte. Zum Beispiel gibt's auch große Städte und Military Basen hier im Spiel. Und ich würde sagen, wir fangen an, oder? Ja, ich stelle bei mir kurz noch ein bisschen was um. Ich habe testweise ziemlich viel auf Ultra gestellt, um zu gucken, wie das Ganze läuft. Aber offenbar gibt es da doch etwas, was, ich sag mal, das Ganze dann doch ein bisschen zum Laggen bringt. Also es kann auch sein, dass die Steuerung einfach ein bisschen Delay hat. Aber das gucken wir noch einfach alles. Was müssen wir jetzt machen, Radiomacher? Also ich würde als erstes einfach mal hier die Farben looten. Da kann man auch schon gutes Zeug finden. Okay. Übernimmst du das Haus oder willst du die Scheune? Ich weiß nicht. Was müssen wir denn genau machen? Führ mich einfach mal irgendwo rein. Du musst mich hier jetzt anleiten. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Spiel überhaupt in meinem Leben spiele. Also leite mich jetzt am besten einfach mal an. Ach super, der Sturm hört auch auf. Okay, ja, dann gehen wir einfach mal ins Haus rein. Okay. Was haben wir hier? Wow, das shit. Warte, ich helfe dir. Shit, komm. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Oh shit. Ich habe 53% Health, so wie es aussieht. Wir sehen unter uns hier, da unten ist so eine kleine Anzeige. Da sehen wir alle möglichen Sachen. Das erste sieht aus, als wäre das unsere Gesundheit. Ist das richtig? Genau. Ja, genau. Dann unseren Hunger, unseren Durst. Und was ist das darunter? Das dritte, das ist die Krankheit. Es gibt auch zum Beispiel ungekochtes Fleisch. Da wird man halt kränker. Oder zum Beispiel gibt es auch verseuchte Gebiete. Da wird man auch... Naja, Kränker. Also, Vergiftung. Darunter ist dann... Einen schwarzen Parker. Darunter ist zum Sprinten. Ja. Zum Sprinten halt die Ausdauer und da die Luft. Okay. So, öffnen wir das Ganze hier einfach mal mit F. Hier ist nichts drin und hier sieht aus, als wäre hier auch nichts drin. Ja. Nimm du mal den Crossbow. Okay, gut. Eine Armbrust. Du hast mir vorhin schon mal gesagt, ich soll die jetzt am besten nicht verwenden. Stimmt das? Ja, also es ist so mit Munition. Es gibt ziemlich selten Munition. Wobei wir hier eigentlich relativ viel Glück haben, weil hier, ich drop das Ganze mal kurz, hier lag eine Munitionsbox rum. Also am Anfang würde ich halt empfehlen, eher so mit Messer und dem gängigen die Zombies zu töten. Gut. Ich mache kurz einen kleinen Cut und regle das Ganze mit den Lags. Und dann geht's gleich weiter. So, das Ganze mag jetzt vielleicht ein bisschen anders aussehen als gerade eben. Aber auf jeden Fall haben wir das Ganze jetzt gelöst. Was müssen wir als nächstes machen? Ja, als nächstes würde ich eigentlich die Farm dann halt jetzt zu Ende looten. Den Zombie kannst du gerade noch mit dem Bogen abschießen, weil beim Bogen gibt's was Besonderes. Ach so, plus 4 Experience dafür bekommen. Ja, und du bekommst den Pfeil auch zurück, der verliert dann nur an Haltbarkeit. Ach so. Ach, das ist ja praktisch. Ja, der hat. Oh, wir haben eine Ammunition Box dazu bekommen. Hier, da liegt noch ein Hut, falls du noch einen brauchst. Oh, wir können uns mit E und Q. Oh shit. Aus dem Weg! Ach so. Schon selbst geregelt. Ach so, du hast dich gewehrt. Okay, wie mit R. Ja. Wie mit R, okay. So lebt man gut. Ja. Oh shit, ich hab daneben geschossen. Ich hab einfach mal daneben. Das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Ich kann mich jetzt auch nicht wehren. Denn, ich krieg den Fall. Doch, ich krieg den Fall wieder. Gut, sehr gut. Ja, Entschuldigung, das hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen sollen. Der ist jetzt auf dem Slot 1, den rufst du mit Slot 1 auf. Fuck? Und den tust du dann halt auch wieder mit Slot 1D equippen. Okay, du regelst das hier gerade mit dem Zombie und, ja. So, der, ja,
der Pfeil hat 85% Haltbarkeit. Das sieht für mich jetzt gerade nicht so gut aus. Ja, das geht. Ich habe da hinten noch einen Hut gesehen. Ich bringe dir den mal mit. Okay, gut. Wäre eine ganz gute Idee. Ich habe nämlich auch keine Hose. Also, ja. Müssten wir da auch bald mal eine finden. Ich gehe hier mal kurz in die Scheune. Oh, danke. Sieht doch hübsch aus, das Ganze ohne Hose. Jo, sieht hübsch aus. Ja, ich weiß. Ich weiß, das sieht ziemlich hübsch aus. Ja. Alles gut, Leute. Ja, hier, komm, Vortritt. So. Ach, guck mal, hier ist sogar noch ein Hut. Ein Farmer-Hat. Ah, ich hab schon so eine Wollmütze. Gefällt mir besser. Ja. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Bow. Compound Bow. Heb du den am besten mal auf, würde ich sagen, oder? Ja, ich hab auch schon einen. Ich nimm dir mal den. Tschüss. Oh. Shit. Warte, auf 1D equippen und dann schlagen. Auf 1D equippen, gut. Zack. Okay. Nice. Sehr gut, den haben wir. So, warte hier, ich hab dir da mal noch einen Pfeil hingelegt. Brauchst du nicht deinen Compound Bow da? Achso, nee, ich hab eben schon einen gefunden. Achso. Achso, die gibt's hier mehrfach. Okay, ich dachte, das wäre derselbe. Okay, Corn Seed. Wir haben hier also offenbar einen Maiskorn. Offenbar gerade aufgehoben. Ja, ist jetzt natürlich blöd, dass wir das Ganze hier auf Low spielen müssen, aber so einen großen Unterschied macht das jetzt auch nicht. Auf jeden Fall sehen wir, das ist so ein bisschen im Paper-Style gehalten. Gefällt mir ganz gut, muss ich sagen, auch wenn das hier natürlich jetzt so ein bisschen an N64-Niveau grenzt. Aber okay, wir haben hier unseren Kreuzbogen, unseren KTM Expo. Spaß. Was habe ich gerade gemacht? Ich weiß es nicht. Ich bin in eine andere Sicht gegangen. Mit H machst du das Ganze. Mit H, okay. Und gehst du in die Third-Person-Sicht. Die finde ich auch ganz nice. Ja, das stimmt. Wie wechsle ich zur anderen Waffe? Du hast jetzt den normalen Bow und diesen Crossbow, gell? Ja. Also, mit Tab gehst du in dein Inventory und da siehst du dann deine Bows und Arrows also, und sowas. Ah ja, ja. Sehr gut. Und unter deinem Spieler ist dann einmal die Hauptwaffe und in dem kleinen Kästchen die Nebenwaffe. Und wenn du jetzt den anderen Bow haben willst, musst du den halt auf den Hauptwaffen-Slot ziehen. Okay, ich seh den anderen Bogen gerade gar nicht. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, oder? Achso, ja. Also du musst einmal Linksklick machen. Einmal Linksklick, okay. Ach aber so. Links geht drauf, dann hast du den. Ja, und dann haben wir den Compound Bow. Sehr gut. Okay. Ja. Du musst den jetzt reloaden, weil eben den Pfeil, den habe ich aus dem genommen, deswegen. Sehr gut. So, was machen wir jetzt? Also. Was machen wir jetzt? Also, wenn du auf M gehst, da siehst du halt die ganze Map. Ich würde raten. Ja. Lass erstmal ein bisschen vorankommen, okay? Also, lass erstmal ein bisschen im Spiel vorankommen. Nicht so steuerungsmäßig, sondern eher so ein bisschen im Spiel vorankommen, ne? Ja, das ist ja gerade dafür. Also, ja, hier in die Richtung ist so eine Art Military Base. Man kann sagen, Überlebenscamp, da gibt's eigentlich auch ganz gute Sachen. Das Ganze nennt sich Paradise Point. Unten. Ja. Und, also, das Tacoma-Ding, ne? Ja, das ist so eine Kleinstadt, ein Ort. Okay, das heißt, wir befinden uns jetzt bei der Arlington Farm und wir müssen nach Tacoma. Und ich würde sagen, wir machen uns dahin mal auf den Weg, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gut. Der Hammer wäre halt jetzt, wenn wir in Tacoma eine Fuel Can und ein Auto finden. Dann werden die ersten Probleme mit Transport schon mal geregelt. Ja. Oh, wir Sechst haben hier... Moment, ein Zombie. Moment, achso, ich habe vergessen zu laden. Ah. Was soll ist das? Ach, man kann verschiedene Stimmungen aufsetzen. Alles so. Klar. Ja. So, brauchen wir das hier? Was hier? Das Reh da hinten. Ja, hier, das Reh. Nee, das ist eigentlich nicht so wichtig, weil wir noch kein Lagerfeuer haben, dann können wir das Fleisch noch nicht grillen. Und okay, gut. Und das wird wahrscheinlich mit der Zeit auch schlecht, ne? Also,
es ist noch nicht so, dass es schlecht wird. Unturned ist auch noch Early... toll, heute habe ich einen Sprachfehler. Early Access. Genau. Und das heißt, es gibt halt noch nicht so viele Sachen, aber am 7. kommt Unturned aus dem Early... Oh Gott, schon wieder. Early Access. Aus dem Early Access raus. Lass hier lang gehen, oder? Ja, wir können auch gerade über den Hügel, das wäre vielleicht kürzer. Ach so, ja, stimmt, das wäre kürzer. Wir müssen nicht unbedingt über die Straße gehen. Ja. Ja. Nicht, dass wir noch von irgendwelchen autofahrenden Zombies, auch wenn es sie gar nicht gibt, überfahren müssen. Ja. Also, ich meine, da hinten ist ja jetzt Seattle, also ist das hier gerade in den USA? Würde ja, ich mal vermuten. Also, ja, die Map ist in Washington, also ja, USA. Ja, okay, Washington. Also nicht Washington DC, sondern, ja, das andere Washington. Ja. Was erkläre ich noch? Ich brauche das euch wahrscheinlich gar nicht zu erklären, aber okay. Ja. Ja. So, über den Hügel ist natürlich deutlich schneller. Und hier haben wir die Base auch schon, oder? Ja, also, ich würde sagen, machen wir uns ran ans Looten, oder? Dann looten wir das Ganze doch mal und passen natürlich auch auf die ganzen Zombies. Bruh. Ja. Yo, mit Shift sprintest du außerdem, ne? Ja, genau, mit Shift kann man auch sprinten. Dass das Ganze ein Early Access Game ist, macht das Ganze natürlich umso interessanter, dass wir noch ein paar Bugs und so finden können und so. Und das ist ein Feuerwehr-Zombie, alles klar. Und ein Normal-Zombie. So, ich würde gern... Komm, komm. What the fuck? Ich mit F schaust du an. Los. Komm. Aim. Rechtsklick. Okay, ach so. Mit Rechtsklick aim, Mann. Ja, alles warte, klar, mal, okay. Hier liegt der Pfeil. Ja. So, genau, die Pfeile vergesse ich immer. Leute, ich bin so an Minecraft gewöhnt. Ihr wisst, Leute. Und die Axt, die Feueraxt könnte uns auch nützlich sein. Ja. Kannst du hier jetzt einen auf Nahkampf machen? Oh shit, ich habe gerade ein bisschen... Okay, hat sie erledigt. Mit auf 2 haben wir jetzt die Feuerachse, ne? Ja, auf... Sehr gut. Jo. Können wir auch dann auf unserer... wir haben hier die Hotkeys hier auf unserer Maus, ne? Du hast ja noch eine Hose gebraucht. Da drin lag so eine Feuerwehrhose. Hier. Ja, die können wir doch anziehen, sehr gut. Ja. Wenn die nicht vergiftet ist. Sieht jetzt nicht mehr so schick aus. Ja, Hauptsache, wir haben mal was... Ohne Orange Flare und ein Radio, das leider nicht funktioniert. Schade, aber. Na gut. Spoiler, man kann sich auch Radios craften. Ja, das ist natürlich sehr wichtig in so einem Zombie-Survival-Spiel. Oh, ich dachte, das wäre gerade ein Zombie. Die Charaktere sehen hier natürlich ein bisschen immer, ich nenn's mal, seltsam aus. Okay, da hinten ist ein Zombie. Leute. Oh, nee, den nehmen wir. Kriegen wir den? Komm, Alter, aim. Ja, genau, okay. Es ist das erste Mal, dass ich dieses Spiel spiele. Das Let's Play hier ist komplett blind und, genau. Man kann es entschuldigen. Ja, ich denke mal, also, wenn man das hier das erste Mal spielt, komplett blind, dann kann man sowas... Oh, das hat nicht so gut funktioniert, aber... Oh, wir haben jetzt ein Chef-Hat. Ich würde sagen, den ziehen wir uns doch gleich mal an. Inventory. Ich sah dich hier nur so mit einem Zombie kämpfen aus dem Augenwinkel und ich dachte schon, so, jetzt das Let's Play schon vorbei. Ja, genau. Da ist das Let's Play dann nämlich auch schon... Da ist es dann nämlich auch alles schon zu Ende. Ja. Erster Tod, alles zu Ende. Nee, natürlich schon Spaß. Genau. Wir haben einen Zombie getötet. Das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Genau. Bis wir den nächsten Zombie töten. Die Parts werden dann wahrscheinlich noch kürzer als damals die Parts von Labs World 3. So, Blue Flare. Ein paar Flares können immer gut sein, wenn wir hier auf ein paar Leute treffen. In der Nacht auch. In der Nacht. Missing Power Source. Okay, das ist aber eh nur ein Getränkeautomat und ein paar Kühlschränke in einer verlassenen Tankstelle. Also denke ich eh nicht, dass das Ganze von großem Vorteil sein wird. Gut, wo bist du? Ich bin gerade in so einem Holzhaus
Warte, ich komm gleich raus, dann kannst du mich sehen. Und zack, ein Headshot war das. So, und hier gleich noch ein Zombie. Reload. Jetzt im geneigten Zustand ein Headshot. Oh, das oder auch nicht. Zack. Naja, dann bin ich getötet. Man kann sagen, es war ein Neckshot, sagen wir mal so. Ja. Die Kochzombies sind natürlich immer ein bisschen schwieriger. Gerade wenn man immer die ganze Zeit reloaden muss, was wirklich, was ich wirklich nie. Dressing! Der hat einfach Dressing gedroppt! Salat kann man sich ja also offenbar auch zubereiten. Dressing ist was zum Heilen. Dressing ist was zum Heilen? Das ist so eine Bandage. Oh, Alter. Oh, das war der Danebenschuss über 9000. So. Der war wirklich ein bisschen Danebenschuss. Ich helf dir. Ja. Schaffst du das? Oh, ich bin gerade nicht sicher, auf wen ich schieße, aber ich muss reloaden. Moment. Komm, ich helf dir mit der Axt. Shit. Hab ich dich gehauen? Oh nein. Es sieht aus, als ob ich gerade sterbe. Oh shit, ich hab 2% fucking Gesundheit. Oh shit. Nimm das Dressing. Inventar, wo, Dressing. So. Das ist auf deinem Charakter ziehen, dann nimmt er das in die Hand. Was? Auf meinen Charakter ziehen? Okay. So machen wir das. Gut. So. Und. Gluck. Ich trinke das Dressing. Ich nehm's zu mir. Wobei. Nee. Nee, ja, einfach Dressing. Oh, gut. Heilt man sich hier automatisch? Ja, also mit vollem Essen und Trinken heilt man sich automatisch, aber sonst ist es ein bisschen problematisch. Gute Neuigkeiten, nicht. Ja. Also im Prinzip auch nichts anderes als Minecraft. Ja, bis auf das zu trinken halt. Falls du was zu essen brauchst, hab ein bisschen in der Küche gefunden. Ja, das wäre eine gute Idee. Das könnte ich gut gebrauchen. Oh. Ich hab dir mal ein bisschen getrunken. Essen und Trinken. Hier ein bisschen Granola Bar. Und wir machen jetzt das Inventar auf mit G. Genau. Muss ich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, Leute. Ich spiele nicht so oft andere Spiele als zum Beispiel Minecraft oder eben auch Portal 2 oder eben auch... Ja, diese ganzen Spiele halt. So. Also Grandler ganz groß geschrieben. Bar. Ja, 85% und 99%. Lass weiterziehen, oder? Ja, also ich würde jetzt nach Paradise Point gehen. Zu der Pseudo-Military Base. Paradise. Point. Paradise Point. Das ist dann noch woanders. Das ist direkt da hinten eigentlich, neben Erlington Farm. Also meinst du nicht, dass wir eher erstmal nach Everett ziehen sollten? Na, wäre schon gut. Das sind halt ein paar Military-Zombies und mit dem Bogen so. Ja. Ist halt so eine Sache. Also, ja, lass nach Everett gehen, oder? Also, ja, lass da hingehen. Ich bin übrigens echt gespannt, wie viel ich da jetzt rausschneiden kann, weil der Part ist schon über 20 Minuten lang. Wird wahrscheinlich einfach ein Zusammenschnitt werden. Ja. Da hinten ist jetzt also diese Militärbasis. Wir sehen hier auch schon, wir haben die USA-Flaggen. Also hier, das ist ja auf jeden Fall Great Again. Nicht. Weil hier alles von Zombies apokalyptisiert ist. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier denn so haben. Ja, das, und wenn das ein oder andere Gewehr da wäre, wäre auch ganz schön nice. Also. Ja, und dafür sind Militärbases ja gut, oder? Ja, also wir hoffen mal auf guten Loot, würde ich sagen, oder? Ja, darauf hoffen wir. Du hast einfach, das ist nicht so eine gute Idee, du hast hier gerade, würde ich in Real Life nicht in eine Militärbasis gehen, weil du hast gerade ein... Du hast gerade ein Kleidungsstück an. Oh, nice. Du hast gerade ein Kleidungsstück an, auf dem steht Prison. Gefängnis. Ach, das fällt denn schon halt auf. Okay, das war jetzt komisch. Ja, das war wirklich komisch. Vor allem, weil er jetzt immer wieder reinkommt. Und mein Spiel abgestürzt ist! Fuck! Alles klar. Jetzt geht's aber nach einem kleinen Cut kurz weiter. Und,
diese Kisten kann man irgendwie zerschlagen, aber offenbar irgendwie doch nicht. Und ja, hier hinten sind noch ein paar Zombies. Ich würde sagen, die erledigen wir jetzt einfach mal. Nee, übernimm du den Doktor. Oh Mist, der war daneben. Gut. Oh shit. Oh, shit, ich hab meinen Pfeil total verschossen. Oh, ich mein auch. Ah, Alter. Der hat mich fast down gemacht. Kriegst du den oder soll ich helfen? Ich bin fast down. Alter! Digga. Ich bin fast down, bei mir ist alles schwarz-weiß. Was? Pick up Colt! Oh, wir haben eine Pistole, nice! Hier müsste eigentlich was Medizinisches drin sein, aber das sieht nicht so aus, als könnte man hier irgendwas finden. Warte mal, wie ich. Die Musik passt auf jeden Fall dazu. Würde ich mal sagen. Aber das war unser erster Death und wir sind hier jetzt respawned und ich würde mal sagen, das war's für den ersten Part von Dingsens. Wie heißt das hier? Unturned. Unturned, genau. Ich würde mal sagen, das Ganze ist ziemlich fun. Wir nehmen jetzt direkt noch einen zweiten Part auf und ansonsten würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Graphics, guck mal kurz. Also viel, was ist viel? Ich guck mal kurz, ich kann das ja selten so anschalten. Ambient Occlusion, glaube ich. Also.